Einen wunderschönen guten Nachmittag hier aus dem Europapark. Also hier an meiner linken Seite ist Professor Klaus Fessmann, ein Wegbegleiter unseres Mario Hintermeyers, der ja heute seinen 60. Geburtstag feiert. Und da will ich erstmal fragen, wie kam denn überhaupt die Bekanntschaft zu Mario Hintermeyer zustande? Die ist noch ziemlich jung, diese Bekanntschaft. Das ist unser gemeinsamer Freund Udo Leindorf aus München, der eine Agentur hat, den ich schon lange kenne. Und der hat dem Mario erzählt, was ich alles so mache in meinem Leben, was ich künstlerisch alles tue. Und daraufhin war in kurzer Zeit, glaube ich, ein paar Stunden später, stand Mario vor meiner Tür in Iffeldorf in der Nähe von München. Und wir haben den ersten Abend diskutiert. Der 60. Geburtstag, der soll ja auch ein Startschuss sein für ein ganz spezielles, besonderes Projekt auf Bali. Und da gibt es ja auch eine Verbindung. Also was ist denn Ihre Rolle bei The Garden of Life? Also ich bin Komponist, ich bin Musiker, ich lehre Komposition in Salzburg und habe mein Leben lang mit allen möglichen Dingen zu tun gehabt, die mit Musik zu tun haben. Also mit Klingen, Schwingungen, die klingen und tönen. Und habe auch unter anderem einen Schwerpunkt Musik und Architektur. Also ich habe in Heidelberg ein Wohngebiet gebaut, wo 8 Jahre lang, wo heute 2.500 Leute wohnen, wo ich klassische Musik umgebaut habe in Architektur, in Gärten und in Wohnungen. Und ja, das ist so eines meiner Möglichkeiten in meiner Begabung, neben dem, dass ich Pianist bin und so weiter, mache ich solche Sachen, die mich total faszinieren, interessieren. Und über das sind wir zusammengekommen. Und genau so ein Projekt soll jetzt auch auf Bali entstehen. Ja, genau. Das ist ein Grundstück, das Mario besitzt. Und dieses Grundstück wollen wir so entwickeln, dass daraus etwas ist, das mit Gesundheit zu tun hat, das mit Achtsamkeit zu tun hat, was mit Klima heute zu tun hat, also mit diesen Dingen, die uns heute bewegen, die wir auch lösen müssen, um auch die Zukunft unsere Kinder noch gewährleisten zu können, zum Beispiel. Also all diese Dinge, die anstehen, sage ich. Das wird wahrscheinlich in Zukunft immer wichtiger werden, das Ganze. Ja. Haben Sie vielleicht schon irgendwie Bilder von diesem Projekt oder für alle, die jetzt nicht genau wissen, worum es geht? Also das eine zeigt mal die Atmosphäre hier und ein geometrisches Zeichen, die Genesis, die dann später ja zur Blume des Lebens wird, wenn sie addiert wird, das 6 plus 1, also 7 Kreise da sind. Und dann haben wir das hier so als ein Motto entwickelt. Dann. Die Gesundung der Erde erfordert ein globales, ganzheitliches Bewusstsein, das lokal verwurzelt ist. Also mehrere Dinge. Gesundung ist uns etwas sehr Wichtiges. Gesundung nicht nur der Menschen, die auf der Erde wohnen zum Beispiel, sondern die Erde auch, dass sie wieder zu Kräften kommt. Dann ist das globale, ganzheitliche Bewusstsein, das ist ein riesengroßer Begriff, bewusst, also bewusst sich selber gegenüber in seinem Sein sein zum Beispiel. Und dann ist uns wichtig, dass es lokal verwurzelt ist. Also in dem allem, was heute so heißt, es alles muss alles global sein, kommt immer wieder mehr das, dass jeder Ort seine eigene Kraft hat und dadurch seine eigene Verwurzelung besitzt. Und wie sieht das in Zukunft aus? Kann man sich da auch beteiligen bei diesem Projekt? Ja, das ist jetzt natürlich eine Sache, die geht an die Manager an. Ja, das ist jetzt nicht meine erste Aufgabe. Meine Aufgabe ist erstmal, das Ganze zu entwickeln. Ja, genau. Da sehen Sie zum Beispiel hier so Fragen, was ist Bewusstsein? Also eine ganze Reihe von Sachen dann, das Bewusstsein beeinflusst uns und wir beeinflussen das Bewusstsein. Wir holen uns dann da einige wichtige Dinge heraus, dann aus diesem großen Ding. Jetzt geht es leider nicht mehr. Doch, jetzt. Und das ist für mich jetzt zum Beispiel so eines der ganz zentralen, wichtigen Sachen. Unsere Kultur hier im Abendland ist geprägt von Griechenland. Das ist einfach die griechische Kultur, die indische Kultur ist aus Indien geprägt, die chinesische woanders, die arabische wieder anders. Unsere abendländische ist eindeutig eine griechische und einer der berühmten Philosophen, der diesen Satz des Pythagoras, den wahrscheinlich jeder mal lernen müsste in der Schule, A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat, der gar nicht eigentlich von ihm stammt, sondern aus Ägypten stammt eigentlich in seinem Ursprung. Aber diese sogenannten 7 freien Künste, die ein sogenanntes Quadrivium in der Mitte haben. Und dieses Quadrivium ist extrem wichtig einfach und wird immer wichtiger
und taucht seit einiger Zeit, obwohl ich das vor 30 Jahren studiert habe oder 40 Jahren Fallschirm, bei mir habe ich gar nicht gedacht, dass man auf das nochmal kommt, als ein Bezugssystem, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Und die Arithmetik, also die Lehre der Zahlen, die Geometrie, die Lehre des Zeichnens, Musik, die Lehre des Klingens, Astronomie, die Lehre der Planeten, sage ich jetzt mal ganz grob so, dass man mal ein paar Stichworte hat, die basieren eigentlich alle auf der Basis des Schwingens, von Schwingungen. Das tönt alles auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und es ist da oben gefasst, wenn Sie das sehen, in diesem rechteckigen Dreieck, das dieses Pythagoras-Dreieck darstellt, rechtwinklig, nennt man dieses Quadrivium und ist ein Bezugssystem. Und Beziehungen herstellen wieder untereinander ist nach einer Epoche, die auf die Vereinzelung war. Also wenn Sie heute eine Therapie nehmen, eine Krebstherapie, dann wird Chemo gemacht und es trifft nur diesen kleinen Strang und man sieht dann nicht mehr das Ganze. Und seit einiger Zeit taucht viel mehr wieder das Ganze, als das ganz Wichtige ist, auch dass man alles bedenkt. Und das ist diese Basis, also ich kann jetzt nur kurze Ausschnitte zeigen, und diese wichtigen Gefühle habe ich rechts nochmal runter geschrieben. Und aus diesem Quadrivium-Denken heraus zum Beispiel zeigt auch die Bedeutung der Musik in so einem Thema, die eine ganz andere hat, als man sich das so vorstellt. Und dann kommt da dann noch dieses Trivium dazu, das ist ein rein sprachliches, Grammatik, Logik und Rhetorik. Und dann etwas, was jetzt sagen wir an meiner Universität im Mozarteum so wichtig ist, dass man die Sinne schult. Also wir schulen zum Beispiel sehen. Ich bin Spezialist für Notenschreibweisen in der Musik. Also das, was man hört in sich selber, dann zu einer Schrift zu bringen. Das Hören, das Riechen, denkt man, hat mit Musik nichts zu tun. Ich war mal mit Sufis unterwegs und nach dem ersten Konzert meinte der Spieler neben mir, ob ich da nicht an der Stelle einen Akkord spielen könnte. Und da fragte ich, warum. Da sagt er, nun, der riecht so scharf. Und dann habe ich gedacht, na, wie riecht Mozart? Keine Ahnung, wissen Sie, wie Beatles riechen? Ich habe keine Ahnung. Also das ist auch etwas, wo man Sinnlichkeit lernt, schmecken, fühlen. Und dieses ganze große Thema sozusagen, in großer Differenzierung, in großer Freiheit zunächst mal, würde ich sagen, macht eigentlich den Bauplan dieses Garten aus. Also ein Garten des Lebens, der mit allen Sinnen zu tun hat, genau. Wo man sich wohlfühlt, wo einfach Gesundheit, Umwelt und Friede miteinander verbinden. Genau. Also mit diesen ganzen Begriffen, die Sie hier haben und den Lehren derselben, dem Erfahren, dem selber weitergeben, wir werden immer eine Akademie auch haben, denn wir haben auch schon einen Kooperationsvertrag mit einer Universität hier, in der ich jetzt auch noch Professor bin, zusätzlich. Also das ist, glaube ich, etwas, das kann man zu dem ganzen Thema sehr gut mitnehmen. Da wünschen wir auf jeden Fall sehr viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Und wir hören ja heute auch noch musikalisch etwas von Ihnen. Ja. Also Sie haben ja nicht nur mit Architektur oder mit Bauen auf Bali zu tun, sondern Sie haben eine ganz besondere Affinität zu Steinen, zu Klangsteinen. Wie kommt man dazu, mit Steinen Musik zu machen? Also, das Wie heißt, ich habe 6 Bücher dazu geschrieben. Die kann ich Ihnen jetzt nicht kurz zitieren. Das ist, es kam wieder über Sprache. Ich komme aus dem Schwäbischen, das hört man. Und in Tübingen, Reutlingen, Nürtingen und so weiter gab es halt immer sehr viele Dichter. Und ich bin mit Höllerlin aufgewachsen und kam dann über meine Mutter zur Musik dann. Und dann hat sich das so in einer gewissen Weise vermengt. Und als Musiker saß ich zwar immer am Klavier in erster Linie, aber von den anderen Sachen kamen immer andere Elemente rein. Ich habe zwar auch noch Trompete gespielt und weiß Gott was sonst noch. Aber irgendwann mal habe ich ein Gedicht gelesen eines Lyrikers, der dann ein guter Freund wurde. Und der hat beschrieben, was ihm passierte in einer Höhle, wo er seine Gedichte rezitiert hat. Wie der Stein darauf reagiert hat. Und das war etwas irgendwie sehr Eigenartiges. Und als Pianist kommt man auch nicht in die Natur, da sitzt man immer in seinem Zimmer. Und das war so etwas, dass ich es mal rausschaute. Und das hat dazu geführt, dass ich seit 30 Jahren Musik aus Stein mache. Immer mehr, da stehen so ein paar von diesen Steinen, die ich hier habe, alle schwarz, aber eigentlich grau, wenn man hier reinschaut. Sind das ganz spezielle Steine? Weil es wird ja nicht jeder Stein ein Klangstein sein. Also grundsätzlich doch. Also grundsätzlich können Sie aus jedem Stein Musik machen.
aber in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Okay. Das ist ein Stein, den ich in Indien fand, in der Nähe von Madras, also Chennai heißt es ja heute. Bei Auroville fand ich den Stein, das ist ein Gabbro und der hat die schnellsten und größten Schwingungsfähigkeiten. Wir haben das untersucht in der Geowissenschaft und das ist ein wunderbarer Höhepunkt des Arbeitens. Inzwischen habe ich ein paar tausend Steine, zu Hause steht einer, den könnte ich halt nicht mitbringen, der hat eine Tonne, da war mein Auto nicht dazu ausgelegt, das zu machen. Und mit diesen Klangsteinen kann man auch heilen, habe ich gehört. Ja, das war eigentlich immer schon so, bei den ersten Konzerten, weiß ich noch, im Kloster Beuron im Donautal, dass da zwei Leute klopften und sich bedankten, dass ihr Tinnitus weg wäre. Ja. Und so lief immer zu der künstlerischen Arbeit immer eine Gesundheitsarbeit her. Und das ist meine Professur jetzt in Berlin, meine zweite Professur, wo ich mich um die Gesundheit kümmere und die Gesundheitssachen mit der großartigen Hochschule zusammen erforsche. Herzlichen Dank, Herr Professor Klaus Bessmann, und wir freuen uns jetzt auf Ihre Musik. Danke.